Jetzt habe ich wieder mal Gelegenheit, was zu machen, was ich total gerne tue, nämlich Sudern. So, wenn wir da schon mal hergekommen sind, da gibt es einen Aussichtspunkt. Ein Leckstein, das war was für mich, aber er ist irgendwie schlecht zugänglich. Ja, da bin ich gespannt, ob das gelingt, dass er ausgewildert wird. Weil wir kehren nämlich da rein, wir kehren nämlich jetzt nicht nach Wiesenfeld hinunter. Hallo und Grüße von der Haltestelle Kreisbach. Und hinter mir mit jeder Menge Wegweisern, wo es überall für uns nicht hingeht. Weil heute geht es nämlich für uns auf den 655er, also den Dreisenthaler Rundwanderweg. Und da nehme ich einfach mit, weil es nämlich heute wieder mal ziemlich frisch. Ja, wir sind dann an einer Stelle, wo wir entlang der Dreisen abzweigen in Richtung Göblersbrück und Stockerhütte, weil von der anderen Seite, Meißelhöhe und Kaiserkugel, da darf man nämlich kommen. Der Rundwanderweg ist ein voralpiner Wanderweg mit ungefähr 170 km, wo wir vorhaben, dass wir die 8 Tage begehen werden. Wettermäßig, sagen wir mal, suboptimal. Wir haben heute frischen Wind und vielleicht schon den besten der nächsten 8 oder 9 Tage, die wir da zur Verfügung haben. Wir haben uns daher einmal entschlossen, diesen ersten Tag auch wirklich nur als Tagesetappe zu absolvieren. Gehöft. Das ist ein kleines Hüttel bei der Baumgruppe zu sehen. Und dort drüben müsste die ehemalige Haltestelle Göblersbruck sein, bei der unser Aufstieg auf die Stockerhütte beginnt. So, ja, Abzweigung da und der ganze ehemalige Tag ist schon ein bisschen verpasst. Aber der Alpenverein hat sich verdient gemacht und hat da für uns den Anstieg auf die Stockerhütte bei der Haltestelle Göblersbruck gut kenntlich gemacht. Stockerhütte, 1,5 Stunden. Ja, die Zufahrt, die ziemlich steil ist, ja, echt mal ein Gehöft. Und dann geht es hinaus auf Wiesen bei diesem schönen Steingarten vorbei. Geht es ohne erkennbaren Weg in der direktissima eine Wiese hinauf. Und zwar zustrebend diesem Loch da in der Hecke. Na, der Wandererinstinkt sagt, es geht da entlang der Spur dahin. Auf den freien Wiesen schon sehr wunderschöne Ausblicke eigentlich. Wenn man da drüben hinüberschaut auf diese andere Anhöhe, da ist die Ochsenberger Hütte oben und das ist der Höhenzug der Rudolfshöhe. Schaut, da macht sich der Förster Hoffnung, dass da junge Tannen aufkommen. Zum Teil schon mit ein bisschen radikaleren Methoden gegen den Wildverbiss gesichert. Radfahrer nicht gern gesehen. Muckenkogel und hinter ihm auch ein Wolken. Schade. Ja, jetzt sind wir 1 Stunde 20 unterwegs und der Hügel da hinten, das ist die Stockerhütte drauf. Jetzt habe ich wieder mal Gelegenheit, was zu machen, was ich total gerne tue. Nämlich sudern darüber, wenn ein Wanderweg auf Asphalt verläuft. Allerdings sind wir jetzt schon über 5 Kilometer unterwegs und das ist wirklich zum ersten Mal, dass eine einzige Strecke dabei ist.
Das ist da jetzt, dieser Güterweg. Ein Parkplatz vergessen, der Stockerhütte. Spannend. So viel ich weiß, ist die Stockerhütte seit vielen Jahren geschlossen. Den kennen wir doch, oder? Den Wegweiser da, da geht es nämlich zur Kuppelbauerhütte. Aber ich versprich, heute sage ich nur ein einziges Mal noch Kuckuckbauerhütte und dann nimmer mehr. Wir gehen jetzt nicht zur Stockerhütte. Die ist da jetzt schon sehr nahe. Da müssen wir jetzt auf dieses Wiesel da nach hinten. Na, schau, da ist die Stockerhütte. Genau, da ist nichts abgesperrt, das ist nur der Weidezaun. Den werden wir jetzt aufschließen, den Weidezaun, schau. Das schon. Die Kühe, die sich da elektrisieren, darf man das mit einer elektrisierenden Aussicht tun. Ja, da gibt es sogar ein Gipfelkreuz. Und da vorne gibt es die Stockerhütte. Ja, beim Gipfelkreuz gibt es ein Parkland mit Aussicht. Ein bisschen anders zumindest, das ist uns aber heute zu windig. Die Pizza, ich weiß keiner, das ist einmal wahr. Ja, aber es war eine schöne Hütte. Ja, die Hütte war schöner, aber es ist halt schön zu. Nur Schokolade geht da nicht aus, wie dem Portal. Da werden wir uns Handschuhe mitnehmen auf die nächsten Etappen, gell? Jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich noch einen mag. Da fällt der Ringzahn noch dazu. Ja, du musst doch wasserdichte Handschuhe mitnehmen. Beim Eingang zur geschlossenen Stockerhütte gibt es da den Stempel. Der stempelt allerdings nur mehr sehr wenig. Stempel sind schwierig, ich hätte gerne die Stempelstellen ein bisschen dokumentiert, allerdings wieder auf der Haltestelle Göblersbruck, auf der ehemaligen noch, in der Haltestelle Greisbach habe ich auf den Stempel gefunden. Nach Wiesenfeld, blau und dann rot, na, da wollen wir hin nach Wiesenfeld. Haltestelle Wiesenfeld, Schwarzenbach. Eine Stunde, 6:55. Also allgemein, ja, da geht es wieder bergauf. Das ist ja, empörend, ist das. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür ein brandneues 6,55er Schild. Ne? Luxuriös. Ne? So, wenn wir da schon mal hergekommen sind, da gibt es einen Aussichtspunkt. Und äußerst praktisch öffnet sich da der Blick. Erstens sind wir über Wilhelmsburg, wo wir eigentlich herkommen. Ja, und dann halt noch hinaus in Richtung der Landeshauptstadt St. Pölten. Manchmal muss man dankbar sein, dass der Wald wegkommt. Weil dann eröffnet sich ja ein bisschen Aussicht. Ja, Wiesenfeld. Nach kurzer Konsultation der Karte. Es geht immer noch dem Gradverlauf folgend da in das Steigerl hinein. Die Berichten, die man da so im Internet findet, haben sie selbst die Leute, die den Weg markieren hätten sollen, an der Stelle schon mal vergangen. Und haben ihre Tafeln nicht angebracht. Oh, wir gehören nämlich jetzt nicht nach Wiesenfeld hinunter. Da sind sie vergangen. Laut ÖK50 ist der Steig dem Kamm weiter folgend, mit einem ganz geringfügigen Gegenanstieg da vorne. Allerdings der korrekte Wegverlauf. Ja, findest du eine Fichtenschwarz wieder mal, aber das kann nicht alles super sein. Ne? Vor uns auf den Baum hat uns jetzt die Zweifel entsprechend genommen. Dann gehen wir da runter. Funktioniert. Ja, trotz größter Bemühungen finden wir uns jetzt doch wieder auf der Straße wieder. Den offiziellen Wegverlauf des 655ers. Aus meiner Sicht gibt es da nicht mehr. Ich wäre sehr versucht, das von der anderen Seite zu probieren und zu schauen, ob ich da rauskomme. So, wir haben jetzt die Bahnunterführung erreicht. Das heißt, wir sind ganz in jeder Haltestelle. Diese hochinformativen Wegweiser sagen jetzt Schwarzenbach, Gölsen und Stockerhütte. Schwarzenbacher Rundwanderweg. Hä? Und Stockerhütte von da drüben, da kommt man an, wie man möchte. Schindeltal, Hinteralpe, Reisalpenhaus in 5 Stunden und Staffelte in 1 Stunde. Schau? Ja,
Wir haben jetzt gerade die Gölsen gequert und müssen nun nicht mehr auf der Straße weiter, sondern dürfen da diesen Radweg folgen. Da Staffhütte mit Rot, ja. Da drüben kommt ein nächstes Zwischenziel in den Blick. Der markante Gupf dort ist der Staff, von dem er die Staffhütte den Namen hat. Man kann die Bundesstraße queren oder man kann schlau machen. Man kann die Unterführung vom Radweg nehmen, je nachdem. Und wir jetzt wieder unsere Jacke entledigt haben, da hätte es da ein Weg extra wegkriegen verdient. Das geht nämlich da über diese Wiese hinauf. Das ist ein sehr nichtssagenden Wegweiser. Das ist der meint, dass es in beide Richtungen am 30-Tager Rundwanderweg entlang geht. Das muss man allerdings dazu schreiben. Ja, Staffhütte und weiter nach Lilienfeld. Offensichtlich da hinein, oder? Ja, tatsächlich. Cool. Ja, während wir vorhin ein bisschen gekämpft haben von Wiesenfeld heraufkommend, gibt es die Markierung seit der Einmündung des Steigs von St. Veit an der Gölsen hier. Keine Blöße mehr. Von einer Höhe von ca. 520 Meter verlassen wir den Wald und gelangt auf eine Forststraße mit einer freien Wiesenfläche. Das ist aber ein Riegel vor. Da ist jetzt ein kleines Türl beim Baum, schau. Da ist auch ein Riegel vor. Aha, den kann man aber öffnen, oder? Das heißt, kann man nicht öffnen. Also für alle, denen dieser Mechanismus vielleicht beim ersten Hinschauen Schwierigkeiten bereitet, weil es nicht alle Säge und ein bisschen kleiner sind, so geht der auf. Auch wenn die Staffhütte geschlossen ist, dann kann man sich da dem Eingang nähern und findet bei dem Viehstehen da, das ist erstaunlich. Ja. Den Stempel vor. Ja, Staffhütte mit Aussicht. Da drüben sind wir gewesen, dort war die Stockerhütte oben. Auf den Staffgipfel in 15 Minuten. Nach Lilienfeld in 2 Stunden 45. Die Buche hat die beste Zeit schon hinter sich. Das ist ein gewaltiges Exemplar. Und zum Glück muss man sagen, ist der Wald dicht genug, um das zwar ein bisschen zieht, aber es ist halt nicht gar so unwirtlich und kalt wie beim Aufstieg zur Stockerhütte. Geklärt, dass man ein Ziel des morgigen Tages sieht, nämlich den Muckenkogel und auch die Hinteralm. So, wir treffen auf die Einmündung von dem Steig, der über den Staffgipfel drüber gegangen ist. Bitte am markierten Weg bleiben, via Sacra. Der Blumenwiese herinnen. Da kann man sogar darüber hinwegsehen, dass wir da vorne jetzt wieder einen Gegenanstieg haben. Der allerdings nur ca. 30 Meter beträgt. Jetzt sind wir auf der Via Sacra und demzufolge tun sich wieder ein wenig mehr Materl und Wegkreuze und so weiter, auch mit ziemlicher Sicherheit. Ja, inzwischen blau markiert, lässt die Kennzeichnung des Weges nun keine Wünsche offen. Ja, da ist wirklich unglaublich abwechslungsreich und geht fast immer auf derselben Höhe dahin. Durch Wald, über Wiesen. Ganz was Tolles. Der Wind hat da den Hut geholt. Der Wind ist sehr böse. Ja, da sind wir jetzt in der Gegend vom sogenannten Hochreiter. Im Namen eines Gehöfts. Da ist richtig hyper Wind, man sich doch in den Alpen
auch wenn wir noch relativ niedrig sind. Ja, Lost Place, wie das auf Neudeutsch heißt. Oder eben eine Ruine. Da ist nichts mehr los, mein Hochreiter wird nicht mehr geritten. Über eine schlechte Aussicht. Kann sich der nicht beklagen, oder? Meter sind uns abgegangen. Da vorne auf den Mugel. Das ist der Staff. In der Umgebung lassen wir sich jetzt natürlich auch noch einen Asphaltabstieg gefallen in Richtung des Gasthofs Hasenwirt. Das wäre die nächste Stempelstelle, wenn ich da richtig informiert bin. Ein Wegweiser kündet von einer Abzweigung von der Straße nach links hinunter. Aha, das ist richtig steil. Da sind jetzt die Trailrunner zum Einsatz gekommen. Stück von der Wiese da hat man jetzt Raben beobachten können. Leider sind sie jetzt weg. Macht nichts. Der Abstieg da ins Wiesenbachtal. Das Verschwiegene und Verlassene, der ist ja wirklich nicht überlaufen. Ha, ein Leckstein. Das war was für mich, aber er ist irgendwie schlecht zugänglich. Durchgang durch den Hof gestattet, na, das ist nicht nur ein geheimnisvoller Mechanismus. Sie lassen sich immer was einfallen. Also der geheimnisvolle Mechanismus. Funktioniert so. Wir danken dem Bauern, dass er uns den Durchgang durch seinen Hof gestattet. Na, schon eine weitere mysteriöse Vorrichtung. Aber diesmal ist das, glaube ich, leichter, oder? Ja, beide wollen die Aufmerksamkeit, das ist ja schon klar, ne? Ja, da bin ich gespannt, ob das gelingt, dass er ausgewildert wird. Ja, jetzt geht er wieder. Schau, jetzt trollt er sich. Aber lieber. Danke! Ja, der Gehöft hinter uns war aber wirklich sehr freundlich zu uns. Ihr habt es gleich gesehen, den kleinen Dachs, den es da gibt. Da haben sie tatsächlich beim Baggern einen Dachsbauch angebaggert und das wollten sie natürlich nicht. Dann haben sie den kleinen Dachs mit von Hand aufgezogen und werden ihn versuchen, ihn auszuwildern. Ja, hoffen wir, dass dieses Projekt von Erfolg gekrönt sein wird. Das schaut wieder gut, kümmern wir uns sehr gut um ihn. Das ist wirklich. Wirklich ein edles Projekt. Also da hat sich der Mensch tatsächlich einmal seine Verantwortung für das Wildtier als würdig erwiesen, weil das haben sie nicht wollen, dass den Dachs braucht. Keiner anbaggert. Ja, schön, dass es einen Dachs gibt und hoffen wir mal, dass der Johnny irgendwann einmal wieder ein eigenständiges Leben führen kann. Die Familie Berger ist es gewesen, die so freundlich sind zu uns gewesen beim Wildgehege. Da sind wir jetzt hier unten im Wiesenbachtal. Wiesenbachtal. Ist eine wirklich abgeschiedene Gegend. Lädt aber zum Verweilen, weil schön ist es nämlich da schon, gell? Also Hasenwirt ist Corona-bedingt nur sehr eingeschränkt offen. Aber die Durstleischhütte mit Selbstbedienung ist ganztägig geöffnet. Na da, Selbstbedienung. Ich finde großartig, wenn das funktioniert. Also mein großer Respekt vor dem Wirt, der das macht. Und vor den Gästen, die so drauf sind, dass das auch tatsächlich geht. Ja, ist wirklich offen. Eine Kasse ist auch da. Passt. So, lieber Hasenwirt, ich hoffe, du nimmst da Scheine. Und ich brauche nicht wirklich ein Getränk von euch, aber es ist super, dass ihr das macht. Und jetzt schaut euch einmal die Preise an: Mannerschnitten, Coca-Cola, alles da. Und zum Sensationspreis. Der Brillergraben, sagt Feind, der Gels und Lilienfeld über Kloster eben satteln. Ja, bitte. Ja, leider bleibt Corona-bedingt unser Stempelbüchlein auch beim Hasenwirt leer, denn wir haben dummerweise nicht die Zeit erwischt, wo er offen hat und den Stempel hat er leider nicht heraus. Oder wenige Meter hinterm Hasenwirt. Naja, wenige Meter vielleicht nicht, sagen wir 150 Meter. Geht's da hinüber, gell? Lilienfeld. Ja, gut so. Da gehen wir nach Lilienfeld, oder? Und erneut. Ein geheimnisvoller Mechanismus. Glaubst du? Quietschig. Also das Geheimnis hinter dem Mechanismus ist, es gibt keinen. So,
Na gut. Jetzt fahren wir da zu motiviert die Fahrstraße entlang trottelt. Gibt es da eine Falle? Via Sacra, der offizielle Wegverlauf, ist nämlich auf der rechten Talseite, wenn man da einwärts geht. Alles ist abgeschieden runter. Langsam aber sicher, dass wir mit den Fallstraßen ein Ende haben. Wiederum ein geheimnisvoller Mechanismus. Und diesmal, glaube ich, führt kein Weg vorbei an einer Unterwürfigkeitsgeste. Nach Lilienfeld über Leopoldseda in einer Stunde. Lilienfeld über die große Höhe. Die Sattelhöhe ist zum Segen schon. Es ist recht harmlos. Ja, die letzten Höhenmeter für heute beim Anstieg auf dem Wegweiser so bezeichnete große Höhe. Wir sind jetzt noch ein bisschen trostlos da. Hat der Forstmann gewütet. Wir sind aber in ungefähr 10 Meter oben. Vor allem da lang und dünn, schwanken ganz arg im Wind, hat man wenig Vertrauen. So, nach Lilienfeld, Via Sacra. 6,55, ja, circa das auch, es ist besser so. Auf jeden Fall, da ist jetzt auch nicht gerade das forstliche Idyll, aber ja, wir werden uns da mal die Jacke anziehen, glaube ich. Mit diesen Lianen da, Alter, da sind sie heute fein, ne? Waldrebe, irgendwie 20 Meter lang, das kann schon was. Vor allem mit der Dicke. Du kannst eine Hängebrücke bauen damit. Ja, bei stürmischem Wind erreichen wir da eine Forststraße, sogar ein asphaltiertes Segment einer Forststraße. Die dürfen wir da queren. Es ist da schon so stürmisch, dass uns im Wald teilweise die Äste um die Ohren fliegen. Den Atzgrabenweg nach Lilienfeld, Via Sacra. Ja, da ist es einmal unangenehm steil geworden. Vor uns dieser markante Muggel mit der Schneise. Dann habe ich vorhin schon einmal gesagt, ist der Spitzbandkogel. Das sind eigentlich nur mehr ein paar hundert Meter, bis wir beim Stift sind. So, noch einmal weist uns die Via Sacra da in einen kleinen Pfad hinein. Das ist steil nach unten. Muss da mal aufpassen, gell? Ja, bevor wir jetzt beim Schiff ankommen und sich die Etappe für uns dem Ende zuneigt, ist vielleicht noch Zeit für ein kurzes Fazit. Landschaftlich zum Teil wunderschön, natürlich fürs Wetter, da kann der Weg nichts. Markiert überwiegend gut bis auf das Abstiegssegment hinunter in Richtung Wiesenfeld. Das ist der Abstieg nach Wiesenfeld, das ist aber nicht optimal markiert. Da hat man vermutlich den Wegverlauf irgendwann mal geändert, ohne dass sich das in den Wanderführer durchgeschlagen hat. Ein Blick auf den Friedhof. Wir wollen uns da nicht begraben lassen, sondern wir wollen da noch hinaus ins Tal, in den Ort Lilienfeld hinein und zum Bahnhof weiter. Sehr schöne und angenehme Tagesetappe. Das sind ca. so 23, 24 Kilometer, wo es eigentlich geht. Höhenunterschied, ja, 1200. Und allzu aufregend. Man kann sie gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, das heißt, man steigt den Kreisbach aus dem Zug und in Lilienfeld Bahnhof wieder ein und kann sie von dort aus dann bequem auf die nächste Etappe machen. Also das war es jetzt von der ersten Etappe vom Dreisenthaler Rundwanderweg 6.50 von Kreisbach nach Lilienfeld. Weiter geht es vielleicht hoffentlich auf der zweiten Etappe von Lilienfeld über Mottkogel, Hinteralm und Dreisalpe in Richtung Furthof. Und falls ihr da doch nicht weiter zwischen wollt, dann vielleicht sieht man sich einmal auf eine andere Tour. Es ist Fahrverbot. Es steht auch Privatkunde drauf. Ich glaube aber, man kann durch das Stift hindurch. Das werden wir uns jetzt anschauen. Die Via Sacra würde jedenfalls durchführen. Das ist schon schön. Wir sparen uns außerdem die Straße. Ja. Ich habe es so mit der Religiosität, dann kann ich zu den Stift der Kamera verzählen. Aber
ein eindrucksvolles Baudenkmal, das ist alles einmal. Das ist der falsche Balkon da. Schön. Jetzt gar nichts zu sagen. Ich würde da wieder hinausspazieren. War es das noch wert, oder? Aber ja, diese garstige Straße da am Schiff. Zumindest für einen Moment. Muck nicht mit dir. Aber ich mach jetzt mal Flug. So, notwendig kannst du die Rastkörner da, dass du den Riegel nicht aufbringst. Man kann nicht behaupten, dass wir es mit den Massen über den Berg wälzen. Ich meine nicht, dass ich die Menschenmassen vermisse, aber. Derzeit keine Zufahrt zur Stockung ist möglich. Ne? Wir wollen eh nicht zufahren, wir wollen zugehen. Du könntest eigentlich auch bellen, du bist auch der Beller, oder? Na gut. Das ist der andere ist lauter. Aber naja. Der geht auch nicht bergauf. Überkopfweg, weiß er. Ja, gemütlich riegelt die Lage am Bankdorf mit einer schönen Aussicht.